Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren grandiosen Folge The Last of Us 2. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind hier immer noch unterwegs, hauen jetzt ab, sind immer noch auf der Spur von Tommy. Und ja, die Kacke war auf jeden Fall am Dampfen beim letzten Mal. Ihr habt es hoffentlich gesehen. Wenn nicht, habt ihr einiges verpasst und solltet eigentlich gar nicht dieses Video gucken. Es macht auch gar keinen Sinn, Freunde. Was aber auf jeden Fall Sinn macht, ist natürlich ein Projekt zu unterstützen, was euch gefällt. Und wenn euch dieses Projekt hier, das Let's Play Projekt, gefällt, dann unterstützt es gerne. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten werft einen Blick in die Videobeschreibung. Twitter, Instagram, Twitch könnt ihr mir gerne folgen. Checkt mein Partner Instagram ab für das Gewinnspiel, was da noch läuft. Für günstig Games, Guthaben etc. So, wir haben... Ja, Tipp, ich muss da durch. Ja, ja, klar. Ich wollte nur mal ganz kurz abchecken, ob ich nicht doch irgendwas übersehen habe. Aber jetzt hauen wir natürlich direkt ab. Also die letzte Folge war sehr nice. Sehr, sehr nice, was da alles so passiert ist. Action, bisschen Story, bisschen hinterfragen, ist das alles richtig? Obwohl, was heißt... Ja gut, Dina war schon ein bisschen erschüttert am Anfang, als sie gesehen hat, was Tommy gemacht hat, aber ich kann es 100% verstehen, ehrlich gesagt. Na los, rein da! Oh, jetzt kommen die Hunde. Die bewegen sich ja voll komisch, Alter. Wir müssen aus der Schule raus. Sofort. Ich meine, ich muss sowieso sagen, manche Animationen sind schon ein bisschen hektisch und ein bisschen komisch. Aber die Hunde, die sahen ja jetzt richtig komisch aus. Okay. Hab's geschafft. Komm schon. Schön auf den Balkon springen, wie Jackie Chan in Rumble in the Bronx, wo er sich, glaube ich, den Knöchel gebrochen hat. Einer der geilsten Stunts von ihm, einfach richtig geil. Richtig geiler Film auch. Ich musste daran denken, gerade. Deswegen habe ich es einfach mal erwähnt. Ah, okay, da geht's weiter. Jawohl, schön, 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 schön. Spielkarten, schön. Schrott. Oh, nice. Wir haben schon einiges gefunden, ne? Also muss man mal sagen. Wir haben jetzt 74. Okay. Und ich glaube, die nächsten Punkte spare ich mir erstmal auf, bis wir vielleicht noch ein Handbuch finden. Trainingsbuch. Warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken. 90 Schrott. Wenn wir auf jeden Fall 2-3 Upgrades holen. Werden wir eine Werkbank finden. Läuft doch ganz gut eigentlich, würde ich sagen. Läuft doch eigentlich ganz gut. Wir müssen zur Straße. Jawohl, Munition. Noch mehr Schrott. Noch mehr Loot. Ach, guck mal hier, Revolver. Ja, ganz schön viel, ja. Jo, das wollte ich eigentlich gar nicht. Steh doch mal auf. Mann, 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 ey. Sieht besser aus als meine Küche. Let's go. Weiter geht's. Also meine Feuer, meine Küche ist eine Feuerstelle im Wald. Also mehr kann ich mir nicht leisten, vorne. Okay, sieht gut aus. Ja. Scheint okay zu sein. Gut. Schau mal hier. Sie gehört zu denen. Hm, dann scheiß auf sie. Lies den Brief. Jordan, Isaac lässt uns für 2 Wochen beim TV-Sender Wache schieben. Scars wurden dort gesichtet. Hier ist etwas zur Erinnerung, Lea. TV-Sender. Meinst du, sie ist noch da? Wir müssen es rausfinden, oder? Also, es ist bei diesen hohen Gebäuden. Da lang.
Okay. Holen wir uns Leah. Also doch erst die Leute umbringen. Wir wissen ja auch nicht genau, wo Tommy ist. Aber es wäre natürlich besser, wenn wir uns mit denen zusammenschließen würden, so schnell wie es geht. Alles klar? Ja. Ich dachte schon, es ist aus. Übrigens, danke für die Rettung. Na klar. Das sind also die Wolves. Schwer bewaffnet. Ja, allerdings. Dass du es würden so viele werden? Tommy meinte, das wäre möglich. Ändert das was für dich? Nein. Halt die Augen nach Patrouillen offen. Hier waren ein paar, die versucht haben, mich auszuräuchern. Wie viele? Bin an zwei vorbeigekommen. Aber da waren mehr. Sobald sie merken, wir sind aus der Schule raus. Und dass ihre Freunde tot sind, werden sie nach uns suchen. Meint ihr, Naughty Dog macht bei Last of Us 2 dieses Marco Polo aus Uncharted? Nee, schade. Na gut, passt auch nicht so ganz, wa? Passt ja auch nicht so ganz. Das war so ein kleines Gimmick, war auch eine Trophäe bei Uncharted 2 und 3. Diese Leute sind nicht wie wir. Was, wenn wir Flüchtlinge wären? War ganz lustig eigentlich. Brauchbare Infos hätten. Scheint denen alles egal zu sein. Also manchmal muss ich wirklich, aber ey, ich finde die Stimme von Ellie gut, war. Aber manchmal muss ich sagen, sie spricht schon manchmal zu sehr bedrückt. So ein bisschen, ich weiß nicht, so... Es ist nicht so oft cool gemacht, sondern eher, ihr wisst schon, also es ist zu... Ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist es für sie uninteressant. Ach ja, übrigens, danke für die Rettung. Und Dina so, ja, ey, gerne. Ich meine, klar, dass Ellie mehr Scheiß gefressen hat, gerade auch in letzter Zeit. Sie muss jetzt nicht irgendwie Jokes machen oder so, das nicht, aber ich... Vielleicht versteht ihr, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Ich weiß nicht, ob ich das gut erklärt habe, keine Ahnung. Ich finde es manchmal ein bisschen zu krass. Nicht aufgesetzt, sondern zu krass einfach irgendwie, weißt du? Keine Ahnung. Vielleicht, Dina, frisches Blut. Bereit. Es hört sich halt... Alter! Ups. Ich dachte, die wären auf der Straße. Es hört sich halt zu sehr geflüstert an auch. Hast du ihn? Ja. Shit. Mein Herz rast. Meins auch. Hört man dir auf jeden Fall an. Das meine ich jetzt. Meins auch. Weiß nicht. Ich hab ehrlich gesagt nur die Trailer mir auf Englisch mal reingezogen. Muss man auf jeden Fall den Vergleich ranziehen, ja. Ja, damit. Es ist schon, also die Werkbänke sind wirklich extrem selten, wa? Juhu, alles klar. Tommy und dich nicht getötet, als sie die Gelegenheit hatten. Aha. Ich weiß nicht. Leichtsinnig. Vielleicht sind sie dumm. Vielleicht. Was? Vielleicht wart ihr nun nicht die, nach denen sie gesucht haben. Also haben sie euch gehen lassen. Sie haben uns ganz schön verprügelt. Der eine Typ, Jordan, hat mir ins Gesicht getreten. Ja, aber warum haben sie es nicht zu Ende? Ist doch egal. Sie haben es verkackt. Ja. Sieh dir das an.
Seattle tauscht einen schlechten Machthaber gegen den nächsten. Was meinst du, wie alt das ist? Wenigstens ein paar Jahre. Die haben das bestimmt aufgehängt, gleich als es mit dem Militärberg abging. Muss schrecklich für die Leute gewesen sein. Erst der Aufbruch, dann Hydra, dann die Wolves. Ich frag mich, wie viele geblieben sind, um sich der WLF anzuschließen. Gute Frage. Sag mal, gibt's keine Map mehr oder was? Nee, anscheinend nicht. Ja, wahrscheinlich waren sie... Ist das Mädchen vom Zettel? Waren sie nicht die, die gesucht wurden. Aber wie gesagt, es ergibt trotzdem nicht so wirklich viel Sinn, finde ich. Es sei denn... Was die mit dem Zopf? Nein. Ich erinnere mich nur noch, wie sie um dieses sadistische Arschloch heulte, als ich ihn aufgeschlitzt habe. Sei denn... Okay, ich komme gar nicht dazu zu äußern, was ich denke. Alles klar, scheiße. Herausfinden, was sie weiß. Ich halt einfach mal Mund. Wo die anderen sind. Willst du sie fragen, warum sie es getan haben? Ja. Erinnert sich irgendwas davon an das, was Joel über seine Vergangenheit gesagt hat? Nichts Neues. Wie groß ist die Chance, dass er was getan hat, von dem du nichts weißt? Groß. Er war... Er hat mir nicht viel gesagt. Ich frag mich, was Tommy von all dem hält. Er wüsste sicher mehr darüber, welche Leute Joel verärgert hat. Oder die wissen vielleicht doch, dass sie so wichtig ist. Weil sie wussten ja, dass er ein Schmuggler ist. Das heißt, die müssen ihn ja spätestens durch den Ellie-Job kennengelernt haben, weil ich gehe mal davon aus, dass es der letzte Schmuggler-Job denn war. Vielleicht hat es wirklich damit zu tun. Dass sie zumindest das Ellie am Leben gelassen haben, ne? Weil sie vielleicht wissen, wie wichtig sie sein kann. Aber es schien jetzt auch nicht so unbedingt, dass sie wissen, wer sie ist. Also, ich weiß nicht. Ja. Ich meine, man rätselt halt ein bisschen rum. So. Vielleicht wird es am Ende einfach ganz logisch aufgeklärt und du denkst dir, okay, gut. Jetzt macht das alles Sinn. Ich hoffe doch. Weil bisher macht es für mich nicht so großen Sinn, dass sie sie am Leben gelassen haben. Haben wir alles oder nicht? Du kleines Furzgesicht. Was hast du damit vor? Steckt fest. Schieben? Versuch doch, ihn vom Bordstein zu schieben. Versuch doch einfach mal, mir zu helfen, anstatt klug zu scheißen. Und was willst du jetzt damit tun? Da ins Fenster, du... Blindfisch? Bin gleich zurück. Es macht einfach Spaß, ich sag's euch so, wie es ist. Ey, macht doch keinen Scheiß jetzt. Und auch wurde mir dieser Spaß genommen. Was soll denn das? Viv, wir wurden letzte Nacht ausgeraubt. Es war Jimmy. Ich hoffe, das ging allein auf sein Konto. Wenn ihr Probleme habt, kannst du mir das sagen. Dein Sohn und du, ihr beide liegt mir am Herzen. Looten, looten, looten. Elektropop. Sind das Warhammer-Figuren? Nee, oder? Ich weiß nicht. Sieht ein bisschen so aus. Oh. Ja, damit. Kann natürlich sein, dass der Junge Warhammer-Figuren gesammelt hat damals. Verdammt, was ist das? Eine Art Bombe? Sprengfalle.
Sehr schön gemacht. Geil. Also das sind die Bomben, die wir so hinlegen können, dass die Leute da reinlaufen. Obwohl ich ganz gerne auch diese Nagelbombe hätte. Die war auch ganz geil aus dem ersten Teil, wie gesagt. Es lohnt sich auf jeden Fall zu erkunden. Hat es sich gelohnt? Ja. Hab ich doch gerade gesagt. Gute Ausbeute. Die chillt einfach. Es ist scheißegal, was sie macht. Das muss echte Liebe sein. Ich kann die Gebäude jetzt nicht sehen. Bitte, was machen Sie? Ja. Es ist echt viel hier zu erkunden, ne? Es ist echt viel, man muss es sagen. Weißt du, wie oft er mich beinahe vergiftet hat? Was meinst du, warum ich hin gehe? Komm. Bam, Junge! Jawohl, schön, Dina! Schön gemacht. Hoch. Gib mir ein Ziel. Hier drüben! Danke. Lauf. Alter. Das war's dann auch schon wieder, ne? Glaub nicht. Gut. Shit. Erkennst du einen von denen? Nein. Oh, ein Halloween-Kostümgeschäft. Riesig, oder? Ziemlich riesig. Glaubst du, hier sind überall Wolves? Hoffentlich nicht. Nur Halloween-Zeug. Ein paar dieser Sachen sehen witzig aus. Finde ich nicht. Okay. Die hat komplett die Freude verloren, ne? Könnt ihr euch noch an den DLC erinnern? Aber kann man verstehen, ne? Man kann es ja auch verstehen, also wie gesagt. Das ist halt das Gute, wa? Das Gute an dem Spiel, man kann die Motivation, die Handlungen, kann man eigentlich so gut wie fast alles zumindest verstehen. Jetzt ist halt die Frage, da lang? Hier lang? Oh Mann, es ist so riesig! So riesig ist jetzt nicht das Gebiet, aber gefühlt. Gefühlt kann nämlich an jeder Ecke irgendein geiler Loot warten. Irgendein neuer Gegenstand oder sowas. Aber ich schätze mal, hier wird dann nichts mehr sein. Hoffe ich doch. Da sind die großen Häuser. Da geht's aufs Dach. Aha. Na, liegt hier noch was Schmackhaftes? Liegt hier einfach gar nichts. Hier liegt einfach gar nichts. Gut. Hätte man wahrscheinlich einfach die von oben platt machen können, aber... Ne. So, da drinnen waren wir. Dann gehen wir mal hier runter lang. Hier hinten lang. Hier runter lang wahrscheinlich. Ja, ey, vorne, ich bin ein bisschen durch.
bisschen viel aufgenommen, aber man kann es ja auch verstehen, wa? Dass man das Spiel suchtet, kann man, glaube ich, nachvollziehen. Das sind doch die Stellen aus dem Trailer, aus dem Gameplay-Trailer, oder? Wo es denn hieß, man kann entscheiden, ob man weiterläuft oder lootet. Aber ja, die haben beide jetzt die Waffen gezogen. Irgendwas muss hier sein, ja. Was gehört? Ja. Wo soll es sonst Scherben, wahrscheinlich Schrauben geben, wenn ich in der Werkstatt? Das wäre halt auch ganz geil, wenn jetzt hier auch eine Werkbank wäre. Jawohl. Let's go. Let's go, let's go. Kapazität. Und dann den Revolver, der ist echt auch ganz geil. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Raus, 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 raus aus dem Menü. Schön. Nein, nein, warum nachladen? Flucht doch mal! Wer? Von hinten? Ich bin gleich tot. Schön. Hat er das geworfen? Netter Versuch. Netter Versuch. Ich glaube, das war's jetzt, oder? Siehst du noch mehr? Noch nicht. Wie kriegen wir Lea allein? Es wimmelt von Infizierten. Wir brauchen nur eine Minute zum Reden. Du willst sie zum Reden zwingen? Wenn's sein muss. So. Dann lass uns auf jeden Fall noch mal ganz kurz zurück zur Werkbank. Jawohl. Mann, Alter. Ich hab echt ein bisschen Schiss, nach dem Bug das Spiel zu beenden, ne? Ich meine, ich speichere jedes Mal ab, wenn ich das Spiel beende. Ist ja auch logisch. Macht wahrscheinlich der eine oder andere von euch auch. Aber ich habe echt Schiss, dass mir irgendwelche Upgrades flöten gehen. Durch die Kacke. So. Rückstoß. Knallen wir hier auch nochmal rein. Dann hat die Knarre auch mal ein bisschen Upgrades. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, Freunde, würde ich sagen, mache ich jetzt hier erstmal an der Stelle Schluss.
Wir hören uns gerne beim nächsten Mal. Wenn ihr Bock habt, seid dabei. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Unterstützt das Projekt, wenn es euch gefällt. Ich meine, es sollte ja logisch sein. Mehr auf jeden Fall. Es wäre so oder so eine feine Sache von euch. Wäre sehr cool. Ansonsten schaltet gerne beim nächsten Mal ein. Naja. Jetzt darf ich nämlich das Zeug hier zerkloppen. Jawohl, geil. Es macht so Spaß, ey. Es macht so Spaß. Gut, ja, das war's. Danke fürs Zusehen. Haut rein.